Der Boden im Schweriner Dom wurde geöffnet. Ganz behutsam, Stück für Stück, wird der Deckel angehoben. Unter der 1,5 Tonnen schweren Sandsteinplatte, Sarkophage der herzoglichen Familie. Insgesamt 7 dieser Messingsärge werden die Restauratoren Andrea Grund und Wolfram Vormelke zurück ans Licht bringen. In den 70er Jahren zu DDR-Zeiten verschwanden die Sarkophage wortwörtlich in der Versenkung. Ich freue mich sehr, dass das jetzt gelingt. Die Domgemeinde hat in den 70er Jahren die Särge runterverbracht, weil es eine Zeit war, in der man kein Verhältnis dazu hatte. Und denen damals ist sicherlich nicht bewusst gewesen, dass sie ein Stück Mecklenburger Geschichte, Stadtgeschichte, auch Geschichte der Domgemeinde herunterbringen und in die Unsichtbarkeit verbannen. Und dass es uns jetzt gelingt, mithilfe dieser Erbengemeinschaft die Sarkophage wieder zu heben und das sichtbar wieder zu machen, was ein Stück unserer Geschichte ist, das freut mich sehr. Das Geld für diese spektakuläre Aktion wurde mithilfe des Schlossvereins aufgetrieben. Die Erbengemeinschaft ihrer kaiserlichen Hoheit, Großfürstin Maria Pawlowa von Russland, fördert schon das dritte Projekt in Schwerin. Die Großfürstin ist die Tochter von Großherzog Friedrich Franz II. Von Mecklenburg. Durch, dass sie ja nicht nur historisch, sondern kunsthistorisch auch sehr wertvoll sind und zur Landes- und Stadtgeschichte gehören, und der Dom mit dieser Grabkapelle auch Bestandteil des Welterbeantrags ist, ist es natürlich langsam Zeit, das wieder in den historischen Zustand zurückzuversetzen. Sie werden da unten nicht besser, muss man so sagen, und sie sind auch in unterschiedlichem Zustand mittlerweile, wie wir gerade feststellen konnten. Und ja, man muss es irgendwann ja mal anfassen, und jetzt wird mit dem ersten angefangen. Die Sarkophage wurden von Hermann Willebrand entworfen und in der Schweriner Münzstraße hergestellt. Zunächst ein Sarkophag wird auch restauriert, der von Großherzogin Auguste. Diplom-Restauratorin Andrea Grund muss sich dafür zunächst einen Überblick verschaffen. Ich muss ihn mir natürlich erstmal ganz genau angucken, das konnte ich unten jetzt noch nicht so genau. Aber vorrangig wird es eine Reinigung sein. Und dann werde ich sehen, wo substanzgefährdende Sachen, also eine Korrosion vorhanden ist, die weiterläuft. Also speziell chlorithaltige Korrosionen. Die gefährden einfach die Blechsubstanz sehr stark. Die müssen natürlich ausgedünnt werden. Und ansonsten ist es in begrenzten Rahmen natürlich auch eine ästhetische Geschichte. Da müssen wir dann mal gucken, wie es nach der Reinigung aussieht. Um Störung der Totenruhe handelt es sich bei dieser Aktion übrigens nicht. Die Sarkophage sind allesamt leer. Also das sind Prachtsarkophage, die auf dem Grab, auf dem eigentlichen Grab stehen. Die Toten sind eingemauert in den Grabkammern und die sind auch nicht angetastet worden. Einen festen Zeitplan für die behutsame Hebung gibt es nicht. Die Messingsärge haben es fast 50 Jahre unter der Erde ausgehalten. Da kommt es auf einen Tag mehr oder weniger auch nicht an.